Für den Regener Kreisklassen-Vize TSV Frauenau in Gelb und Blau ist es, wie ja schon mehrfach auch bei uns thematisiert, der dritte Anlauf hintereinander in der Relegation. Der Gegner, FC Handlab Ingelsbach, enttäuschte beim klaren 0:6 am Mittwoch gegen Köslern und wollte hier diese unverhoffte Chance natürlich ebenso nutzen wie der TSV. Immerhin nochmal gut 650 Zuschauer waren bei Badewetter beim letzten niederbayerischen Relegationsspiel in Riedelhütte mit dabei. In Schwimmen geriet aber erstmal nur die Hintermannschaft des Deggendorfer Kreisklassenvizes. Frauenau mit dem deutlich besseren Start und der schnellen Führung nach 7 Minuten. Jakob Wenig, der Held aus dem Kirchberg-Match, bringt den Ball scharf in die Mitte, wo ihn Bernhard Leuser ins eigene Tor buxiert. Hinter ihm wäre aber auch Manuel Eller bereit gestanden. Kurz darauf der TSV sogar mit der Chance aufs 2:0, aber Corbinian Listl ohne das nötige Zielwasser. Aber dann mitten rein in die starke Frauenauer Anfangsphase der überraschende Ausgleich. Konter des FC und die Maßflanke von links verwertet Kadir Filis in der 14. Minute zum 1:1. Danach die Partie etwas ausgeglichener, die besseren Chancen hatten aber weiterhin die Gelb-Blauen. Aber der früh für den verletzten Kapitän Thomas Kisslinger eingewechselte Johannes Fuchs lässt zweimal das mögliche 2:1 liegen. Schon am Mittwoch beim 0:1 gegen Niederwinkling war vor allem die Chancenverwertung das ganz große Manko des TSV. Trotzdem fiel dann doch noch das 2:1. Thomas Nader in der 35. Minute mit vollem Risiko und dafür wird er belohnt. Doch nach dem Seitenwechsel bäumte sich Handlab Ingelsbach nochmal gewaltig auf. Aber unter anderem Michael Gelfert bringt die Kugel nicht im Frauenauer Gehäuse unter. Die setzt nun vermehrt auf Konter, aber vor allem Fuchs erwies sich weiter als chancentot vorne drin. Allerdings der Deggendorfer Vize in der Offensive insgesamt mit zu wenig Biss und auch zu unpräzise, wie beim Kopfball von Andreas Königsdorfer oder dem Freistoß von Florian Resch. Und so machte dann doch der TSV Frauenau kurz vor Schluss den Deckel drauf. Tobias Weigel mit der Hereingabe und da hat dann Nader keine Mühe mehr. 3:1 in der 89. Minute, Doppelpack Nader und endlich aus Frauenauer Sicht der seit 3 Jahren herbeigesehnte Aufstieg. Ja, es war schon langsam an der Zeit, dass es wirklich einmal funktioniert. Und ich glaube, in der Summe haben wir es uns jetzt verdient gehabt. Wir haben jetzt mit Sicherheit halt nicht den besten Tag erwischt, aber wir freuen uns natürlich alle riesig. Und ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, weil es jetzt hat es wirklich schon gereicht. Das ist echt super. Bitteres Ende des Relegationsmarathons dagegen für den FC Handlab Ingelsbach, der in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in der Kreisklasse nehmen muss. Für den ehemaligen Bezirksligisten Frauenau geht es dagegen nach 3 Jahren Kreisklasse zumindest mal wieder hoch ins Kreisoberhaus.